Ja, wettkampfmäßig werde ich nicht mehr antreten. Also ich werde meine sportliche Karriere oder beziehungsweise meine leistungssportliche Karriere beenden, aber den Rollen werde ich trotzdem noch ein bisschen treu bleiben, zumindest als Trainer. Einfach weil der Zeitpunkt jetzt gekommen war und es hat nicht mehr den Spaß gemacht, den es mal gemacht hat. Und deswegen werde ich mich jetzt nicht mehr täglich quälen müssen, sondern einfach, wenn ich skaten gehe, dann Spaß dran haben können. Es fragen sich aber natürlich viele, als Eisschnellläuferin Olympia quasi vor Augen gehabt und diese große Gelegenheit nun doch nicht wahrzunehmen, hat welchen Grund? Ja, also mein Traum war immer gewesen, Inline-Speedskating-Weltmeisterin zu werden. Das habe ich erreicht. Olympia war nie so der große Traum und ich habe einfach festgestellt, dass Eisschnelllauf nicht die Sportart ist, die mir so viel Spaß bereitet. Es gab viele Highlights in den letzten Jahren, aber ich denke, so das Größte war für mich damals die World Games und dann auch die Weltmeisterschaften in Herde 2018, also World Games Sieg und dann anschließend der Weltmeistertitel in Herde. Ja, solange mein Wissen noch aktuell ist, werde ich hier als Übungsleiter und dann irgendwann nach der Trainerausbildung auch als Trainer mein Wissen so gut es geht noch weitergeben und hoffe, dass dann da ein paar Talente hochkommen und irgendwann meinen Platz da einnehmen können in dem internationalen Zirkus.